Willkommen zurück zum Jahresrückblick 2021. Das ist der letzte Video auf diesem Jahr 2021. Wir fangen eigentlich mit diesem Jahresrückblick vom Januar bis Dezember. Wir werden den kompletten schönen Momente anschauen, was wir im Jahr 2021 gemacht haben. Zum ersten Mal haben wir den 13. Geburtstag gefeiert. In einer Woche haben wir dich 14 und da wird es auch schon genauer aussehen. Außerdem ist auch noch im letzten Geburtstag noch der ehemalige Mitarbeiter Doc auch noch dabei. Jetzt, und seit dem März, also so gegen Frühling, ist er jetzt nicht mehr da und arbeitet jetzt in Hamburg. Und so sah es bei den schönen Geburtstag aus. Bei meinem 13. Geburtstag habe ich ja auch noch Geschenke ausgepackt, sowie auch noch Ring Fit Adventure gespielt und sowie auch noch das Geburtstag noch aufgezeigt. Außerdem unser Mitarbeiter Doc hat mit meinem Vater Tischkicker gespielt. Sehr schön war das und ein toller Moment war es für meinen 13. Geburtstag. Das Highlight war das schöne Essen. Herzlichen Glückwunsch von mir. Das nächste wäre auch noch das Neujahrsfest. Klar, wir haben jetzt, wir waren jetzt nicht in Vietnam, aber wir haben das nur einfach nur per Fernsehen gesehen, so wie auch gefilmt auf einem vietnamesischen Sender. Ich glaube WTW Boden war das so ungefähr. Und da haben wir mit denen das vietnamesische Neujahrsfest gefeiert. So ähnlich wie auch beim chinesischen Neujahrsfest. Wir feierten es am Fernsehen. Sehr schönes Neujahrsfest, nur für aus Vietnam sowie auch noch für China. Schönes Neujahr ist es aber schon, obwohl wir jetzt schon Neujahr haben, ist es hier noch fürs Feiern für Vietnam geeignet. Schon. Auch in diesem Jahr haben wir auch noch das erste Zwischenlet's Play noch gefilmt, sowie auch die letzten Zwischenlet's Plays. Die werde ich euch gleich zeigen. Und das erste kam am 21. Februar. So sah es aus. Das erste Zwischenlet's Play wurde hier eröffnet. Damit habe ich alles aufgespielt. Sowie auch noch im März, sowie auch im April habe ich auch noch alles gespielt. Diese ganzen kompletten habe ich gehört. Leider gab es etwas Trauriges zum Anhören. Vielleicht habt ihr auf dem Thumbnail gesehen, denn ich habe eine ganz wichtige Einmeldung. Und zwar, wenn das hier richtig viel Geld verkauft bei der App, werde ich für 3 Monate Handyverbot haben. Wenn ich Glück habe, sogar 2. Das kann auch sein, dass ich auch noch für den hohen Betrag noch bezahlen müsste. Also nicht mehr, also mehr als 100 Euro sind das ungefähr. Und kann ich, wenn ich Pech habe, kann ich den Pro-Controller nicht kaufen, den nächsten Let's Play in einem Monat nicht holen. Das kann richtig schief laufen. Und außerdem glaube ich, es kann auch sein, dass ich dann meine Videos nicht mehr hochladen kann, also nicht mehr filmen kann. Das kann ziemlich schlimm sein. Also ich hoffe mal, dass ich mal schauen kann und bitte drückt mir die Daumen, dass ich es schaffen kann. Das alles habe ich hier auf meinem Zwischen-Let's Play immer gemacht. Auch in der Zwischenzeit, wie auch im Sommer, habe ich das auch gemacht. Außerdem wurde auch in diesem Jahr auch noch das erste Fahrradtour noch gestreamt. Das kam so etwa im April und da war ein bisschen schlampig, genauso wie beim letzten Livestream 2021. Da war es irgendwie 2 Stunden gekürzt worden, keine Ahnung warum. Aber darüber reden wir am besten am Ende, aber jetzt seht ihr mal den ersten Let's Play an. Die Fahrtour war ein bisschen naja, weil ich beim Livestream ein bisschen die Verbindung untergebrochen wurde. Deswegen gab es etwas Zwischenschnitte und deswegen läufte es nicht richtig und der Ton konnte man auch nicht hören. Deswegen gab es leider Internetverbindungsabschnitte und da gab auch keine Verbindung hier. Ja, jetzt überspringen wir noch ein paar Monate, weil es alles, die dazwischen kommen, sind einfach nur Zwischen-Let's Plays, die es nicht wirklich interessieren. Das nächste wäre, dass Tassilo wieder gekommen ist
Und zwar kommen jetzt die längsten Videos, die waren 3,5 Stunden lang. Und das erste kam ja schon kurz vor den Sommerferien. Das Tolle ist auch, dass ich mit Tasu verabreden kann, nicht nur Little Nightmares anschauen, sondern auch Super Mario Maker 2 und Super Smash Bros. Ultimate haben wir alles gemacht. Dann Ende Juni hatten wir jetzt endlich hier mal das nächste Let's Play über mal auf Mario Golf Rush. Super Mario Golf Rush war das mal. Und da habe ich mal Ende Juni einen tollen Let's Play gemacht. Das erste Mario Golf Rush habe ich auch auch gefilmt Ende Juni. Und das ging alles im Sommer durch. Und da habe ich die ersten Übungen gemacht. Und das hat eigentlich ganz schön angefangen, perfekt bis zu den schönen Bergen und auch noch die heißen Wüsten. Und dass ich eigentlich eine schöne Formation habe, war einfach ziemlich toll. Danach kam mein Bruder zu Besuch und wir spielten New Super Luigi U. Wie er sich dabei zuschlägt, werde ich euch zeigen. Mein Bruder war todet. Ich war gelber Tod. Er spielte auf New Super Luigi U nicht schlecht. Am Anfang spielte er aber schon, aber es sieht ganz gut aus. Dann ging es weiter zum Einradfahren, denn wir fuhren 10 Kilometer damit mit Konstantin durch Lensterstrand und durch den Yachthafen. Bei diesem schönen heißen Sommertag bin ich mal rausgegangen und damit rumgefahren. Ich wollte wieder einen Einradabfahrt-Video machen. Das habe ich auch schon. Und mit Konstantin fuhr ich 7 Kilometer damit und um wieder das Einradfahren wieder zu wiederholen. Zwei Wochen später ging es weiter zur Besprechung über den Flug nach Barcelona sowie nach Antalya. Nach 2 Jahren war ich nicht mal im Flug, aber diese Besprechung sowie auch noch nach Barcelona und Antalya werdet ihr jetzt sehen. Die Besprechung kam zuerst über den Flug nach Barcelona und Antalya. Hier sehe ich nach 2 Jahren den Flughafen Hamburg. Auf Terminal 2 stand ich da. Sehr groß sah das aus, sehr gut. Und nach einem schönen Flug saß ich im Flugzeug 2 Stunden lang. Wir hebten ab und gingen Flug Richtung Barcelona. Willkommen, Spanien. Endlich waren wir da. Der erste Ausblick Barcelona. Sehr schöner Ort und toll und schönes Wetter war auch noch dabei. Wir haben auch nur noch das Stadtrundfahrt in Familia gesehen und auch noch den Fußballstadion auch noch dazu. Das zweite wäre noch das Antalya-Flug und das war das zweite. Was ich auch noch den zweiten Urlaub mit meiner Schwester. Und das war es eigentlich schon der letzte Flug für 2021. Der letzte Urlaub 2021. Antalya, schöner Ort und viele Gebirgen. Das feiere ich. Das war ein toller Ort. Und auch noch die großen Aussichten hat mir toll gefallen und sah schön aus. Bald möchte ich auch mal wieder hin, vielleicht in 3 Jahren. Außerdem bricht auch noch die letzte Fahrradtour 2021 an, und zwar nach Sirksdorf. Die war erfolgreich und dann war es auch mit dem Livestream auch. Die letzte Fahrradtour 2021 nach Sirksdorf ging es ziemlich gut. Ich kam abends nach Hause, aber es hatte gut geklappt. Trotz schlechter Wetter ging es schon.
Dann hatten wir ein Bowlingspiel aufs Merkendorf. Mit den Tischtennismannschaften haben wir auch noch mit meinen Eltern auch noch Bowling gespielt. So sah es das perfekte aus wie vor dem letzten Mal. Das Bowlingspiel mit der Tischtennismannschaft gefiel mir auch. Das Wurf war ein bisschen anders, deswegen habe ich am Anfang 5 Würfe verschenkt. Und dann ging es beim zweiten Mal viel besser. Dann ging es weiter bei euch Mario Party Superstars weiter. Aber ich habe schon ein bisschen weiter gesprungen, weil ich gleich Besuch habe, aber hier war noch was Mario Party Superstars und so sah es bei den Rückblick aus. Mario Party Superstars ging es am Anfang manchmal gut, manchmal schlecht. Und auch noch die Hälfte der Spielbretter habe ich gewonnen, den Rest eher weniger. Aber im Jahr 2022 geht es damit weiter. Dann kam auch das erste Wizard-Spiel mit Dang und meine Familie. Das haben wir schon mal vom Besuch mit Jens gehabt und der hat das vorgeschlagen, um es zu spielen. Das Wizard-Spiel gefiel mir auch schon. Das erste Mal mit Dang gefiel mir auch noch. Und auf Facebook gab es manche auch noch dazu. Spaßig war schon zum Lachen, auch noch, dass Dang falsch war. Aber auch noch ein paar Verarschen könnt ihr auch noch machen. Außerdem wird das nächste Wizard-Spiel circa am 5.2.2022 wieder neu gestreamt, wird so schätzungsweise gemacht, weil im Januar noch das Hyrule Warriors Zeit der Verehrung noch dazu filmt und auch noch die weiteren Super Smash Bros. Ultimate Spiele mit Dang auch noch dazu kommen werden. Das vorletzte wäre das Heiligabendtag. Klar, wir hatten ja noch mal Weihnachten schon vor einer Woche und so sah es eigentlich aus. Ich hatte schöne Geschenke von meinen Eltern sowie auch meinen Schwestern. Ihren Geburtstag wird mein Bruder etwas schenken, aber wir haben es mal von meinem Bruder auch etwas geschenkt. Das letzte wäre das Super Smash Bros. Ultimate Spiel mit Dang. Dann war es das eigentlich schon. Und ich wünsche euch noch ein schönes, frohes neues Jahr. Dang spielte am Turnier sehr gut, obwohl er gegen Wario Runde 2 bzw. Viertelfinale auch noch ein bisschen gefailt habe. Aber ich hatte ihm noch ein bisschen geholfen und trotz der zweiten Runde, dass er geschieden ist, hat er gut gemacht. Das war der Jahresrückblick 2021. Vielen Dank, dass ihr alles angeschaut habt und freut euch für den nächsten Jahr. Leider können wir nicht knallen, aber feiert schön, schaut ARD oder ZDF an, feiert auch noch in Brandenburg noch das Neujahr 2022 und hoffe, dass es noch ein viel besseres Jahr ist als 2021, denn ich hoffe, dass ich im Juli 2022 nach Japan fliegen kann oder nochmal zum Beispiel noch die WM noch gewinnen kann oder auch noch die nächsten Livestreams nochmal wiederholen kann. Ja, und das möchte ich auch noch. Das Hauptteil ist es, dass ich mal im Juli nach Japan fliegen kann. Das habe ich euch versprochen. Wenn es klappen wird, werde ich richtig viel Stress bekommen. Nicht nur von YouTube, sondern auch noch die Raten, die Inzidenz, die werden sinken. Das möchte ich auch nicht haben, weil das, was ich was verspreche, möchte ich versuchen, dass es wirklich kommt. Leider ist es so, dass der letzte Livestream leider privat gestellt wurde, weil es 2 Stunden weggesetzt wurde. Deswegen habe ich es leider privat gestellt und wird trotzdem auf letzter Livestream auch noch gesetzt. Leider ist es leider so, dass ich den kompletten Suvio noch das Horrorland alles gefilmt habe. Schade, dass es jetzt 2 Stunden lang jetzt eigentlich weggestellt wurde. Das Einzige wäre, dass ich das Woody Land und das Horrorland nochmal spielen sollte. Das heißt, ich werde das komplett spielen, wie ich hier nochmal den König Buu Item noch geschafft habe, wie viel Geld ich bekommen habe, weil ich alles wiederholen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie es gekommen ist, aber leider wird es wiederholen. Wann ist es? Vielleicht am 5. Januar. Aber ich wünsche euch noch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr.
knallt schön, trinkt Bier und feiert das schön, dass es ein tolles Jahr wird. Glücksjahr auch für mich und für euch und auch für Corona. Dann ciao Leute und wir sehen uns im nächsten Jahr.